Heute seht ihr die Top 5 der lustigsten Roblox-Spiele. Diese sind so cool, dass ihr die unbedingt mit euren Freunden spielen werdet. Wenn ihr nicht dieses Video verpassen wollt, dann guckt bis zum Ende und los geht's. Yeah, Roxo, die Schule hat wieder auf, Kasper. Wir müssen in 10 Sekunden wieder in die Schule. Weißt du mal, was das Schlimme ist? Dass wir einen neuen Lehrer haben. Und der neue Lehrer soll anscheinend nicht so nett sein. Der schlägt anscheinend die Kinder mit dem Lineal. Ja. Das will ich ja gar nicht hören. Das mag ich ja gar nicht. Mag ich auch nicht. Und wenn ihr es auch nicht mögt, Freunde, dann lasst auf jeden Fall gerne mal jetzt dazu einen Like da und bei uns gerne beiden ein Abo. Wir werden nämlich kein Video mehr verpassen. Oha! Mathe ist cool! Ja, schreib. Hallo, willkommen beim Schulhaus. Es ist Zeit für jedermanns Lieblingsthema. Aha. Oha, okay, wir müssen richtig beantworten. Die drei Fragen richtig, okay. 0 minus 1? Ist doch 0. Ey, die sagt falsch. Ich hab alles falsch. Ach, ey, Mann. Ja, ich hab richtig. Ich hab einen richtig. Fand ich schnell. Ich hab alle. Oh nein, er ist schon böse. Ich werde wütender für jedes Problem, das du falsch bekommst. Okay, wir müssen schnell die Mathebücher finden, steht da. Die Notizbücher. Okay, finde alle 7 Notizbücher. Okay, oh, ich glaube, er kommt in 25 Sekunden wieder, ne? Okay, oder? Ein Notizbuch wurde sogar schon gesammelt. So, Kasper, okay, komm, Bartu, lass zusammen rumlaufen. Lauf einfach schnell. Hier ist eins, hier ist eins. Lektion, okay, Ergänzungen. Okay. Ah, ich muss es schnell ausrechnen. 7 plus 3, was? Ah! Okay, 10. Was jetzt? 2 minus Hilfe! 0. Hilfe, hier ist irgendwer. Ich muss es hier ausrechnen. Hier ist irgendwer, nein, Kasper. Ich bin so schlecht im Rechnen. Hier ist irgendwer drin. Was ist das? Monster. Ich spring doch schon. Oh, pass auf, was ist denn das? Ich soll springen. Er sagt, ich soll springen. Hörst du das? Hier pfeift was. Spring. Oh Gott. Einer springt. Oh Gott. Zweimal springen. Ich zieh durch, Oh, ich muss sein springen, Kaspar. Ich will nicht sein springen. Ich zieh durch. Lass mich nicht im Stich. Okay, warte, ich lauf weg. Okay, komm. Wo bist du? Das Notizbuch? Ja. Das ist dann auch das Notizbuch. Das habe ich noch nicht gekriegt. Ich habe halt nicht gerechnet. Ja, warte, wir können nicht reingehen. Der zwingt dich zum Seilspringen. Geh raus da jetzt. Okay, komm mit. Komm rein. Ich geh jetzt rauf. Ich mach das jetzt. Ich rechne das jetzt richtig aus. Ja, okay. Oder ich kann es auch machen. Richtig schnell aus, Kaspar. 3. 10 plus 10, 20. 1 plus 1, 2. Ja, das war easy. Ja, ich hab alle. Perfekt. Lauf schnell weg, bevor er uns wiederholt. So. Ich höre hier so ein Pfeifen, oder? Hilfe! Der Große denn? Och nein, oh boy, die hat mich in die Schule gesteckt. Och nein. Wo sind wir jetzt? Was müssen wir hier machen? Kommen wir hier wieder raus? Kasper? Irgendwas passiert? Ja? Du wurdest gefangen genommen. Warten Sie 2 Minuten oder lassen Sie von einem Schlüssel des Prinzipiels freigeben. Ah, okay. Wollen wir mal ganz kurz gucken? Okay, der Schulleiter kann uns freilassen oder... Ja? Oder müssen 2 Minuten warten, okay. Kann ich mir hier denn wenigstens eine Schüssel kaufen? Nee, ne? Im Geschäft doch bestimmt, oder? Hier, unendliche Schüssel für 50 Coins. Warte, wo denn? Bei Fähigkeiten unten, siehst du das? Und hier gibt es auch Laufen im Flur. Oha. Stille Türen und so. Oha. Weil lass mal Laufen im Flur kaufen. Dann hole ich mir noch einmal unendliche, wo war das hier? Unendliche Tasten. Schlüssel? Schlüssel, glaube ich. Genau hier. So, unendliche Schlüssel. Zack. Okay. Ich habe mir schon ein paar Sachen gekauft. Und Geschwindigkeit plus 2. Haben wir jetzt Schlüssel? Können wir jetzt raus? Ja, wir können raus, Sehr gut, sehr gut. Ist das rot hier. Wir müssen schnell weg hier, Kaspar. Stimmt. Sieht irgendwie ganz, ganz komisch aus hier. Ich würde sagen, wir gehen hier was durch. Was ist das hier? Kann man jetzt auch sprinten? Ja, wenn du Shift gedrückt hältst, kannst du sprinten. Guck mal hier. Ja, stimmt, dann läuft man. Okay. Oh, was ist hier? Was ist das denn? Okay, ich würde mal sagen, wir... Oh, Boldi kommt, lauf! Oh nein! Komm zurück! Er hat uns nicht gesehen, okay, alles gut. Er hat uns nicht gesehen, aber wir können jetzt... Oh, was ist hier? Was? Ich wurde in die zweite Haft gesteckt, ich muss hier raus. Warum wurdest du denn erwischt? Ich wurde hier von dem Schüler... Ach, die Schüler sind auch die Streber! Die laufen ein paar Streber rum. Die haben dich einmal verpetzt, Alter, ich glaub's ja nicht. Ey, das geht ja gar nicht, pass auf. Oh ich Gott. Bin wieder draußen, warte, der eine muss Seil springen, ich komm noch ein Streber. Wo bist du, Kasper? Ich bin hier in der Haft. Warte. Oh, der Streber, er hat mich direkt erwischt, Mann. Warte, aber die Tür ist auf. Nee, Tür ist auch nicht auf. Der musste die ganze Zeit Seil springen, Alter, der Arme. Oh, ich seh dich. Wo bist ich seh du dich, denn? Warte, du bist hier in dem Raum, warte. Warte, ich komm zu dir. Komm raus hier. Ich muss noch 3 Sekunden warten. 2, 1 und... Wurdest du einfach, musstest du nachsitzen, oder was? Ich musste nachsitzen. Warte, wir müssen die Bücher finden. Ja, wir haben Nur 7 von 7 Büchern. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur... Oh Gott. Entkommen. Oh, guck mal, ich könnte hier im Schrank verstecken. Stimmt. Lol, wie cool. Okay, jetzt müssen wir nur kurz den Ausgang am besten finden.
Oh Gott, das ist Boldi, Vorsicht, oder? Scheiß Streber! Boldi! Deckung! Oder Boldi sieht uns gar nicht. Ha, hallo Boldi, wir sind hier. Da kommt der komische mit dem Springseil. Ah! Oh nein! Wohin? Ja, hier rein! Sag rein! Ja, hier ist Boldi! Kaspar! Nein, hier ist Boldi! Hier ist Boldi! Ach nö! Oh Mann, er hat mich! Oh, jetzt jagt er mich! Okay, unser zweiter Versuch, Kaspar. Diesmal muss ich aber auch gucken, dass ich hier die Aufgabe richtig habe. Er sagt jetzt wieder, willkommen im Schulhaus, Mr. Boy. Okay, diesmal, okay, pass auf, lass uns das echt jetzt so schnell ausrechnen, wie wir können. Wir wissen jetzt ja, was auf uns zukommt. Jetzt auf die drei Fragen. Auf jeden, die drei Fragen. Ich bin ready, Kaspar. Ich bin richtig ready, die Fragen zu beantworten. Schränk dein Rechenhirn an. Und los geht's. 3 plus 9 ist 12. 13? 0 minus 7 ist minus 7. Minus 3. Ey, was ist das denn? Was ist das denn? Das kann ich ja gar nicht ausrechnen. Ach, ach, falsch. Was soll das denn sein? Ey, das war super unwahrscheinlich, dass du es ausrechnen kannst. Ja, das ist ja Mann. Absolut frech, Alter. Was sollte das denn? Okay, Gott, es ist sogar dunkel geworden, ne? Ja, ich glaube, das ist hier. Ob ich hier nicht noch eine Taschenlampe oder so holen kann? Irgendwie eine Taschenlampe? Nee. Ich weiß es nicht. Was gibt es denn hier im Laden so? Also, wo bist du? Brockst du? Okay. Oh, da ist ein Schläfer. Lass uns hier mal lang. Oh Gott. Oh Gott. Der kommt jetzt, der Lehrer kommt zurück. Pass auf, wir müssen hier schnell irgendwie. Ich höre hier doch das schlagende Lineal. Oh Gott. Fuck, cool. Hier rein. Hier ist ein Schlüssel. Hä? Wofür? Ja. Hä? Ah, ich hab ein Schulleiterschlüssel aufgesammelt. Boah, damit können wir, glaube ich, immer aus dieser Dings raus. Stimmt, ich hab den hier, damit können wir in den Raum rein. Ach so. Ah, dann müssen wir in den Raum rein, aber in welchen? Warte, da vorne, ich hol den zweiten. Ja, mach mal. Ist noch einer. Oh Gott, ein Streber. Oh, Streber, pass auf. Die sind ziemlich schnell. Okay, ich habe jetzt auch einen Schlüssel. So. Wir müssen irgendwie in einen Raum rein, vom Schulleiter oder so. Oh, Kaspar. Boldi, lauf! Lauf! Nein, das ist falsch, es geht nicht. Lauf so schnell wie du kannst. Nein! Was? Du wolltest nicht, Brock. Ich habe ja einen Schlüssel, ich kann jetzt damit die Tür direkt wieder aufmachen. So. Hä? Ich konnte dich befreien. Nee, ich hab Fallschlüsse benutzt. Achso, aber lustig, dass du hier direkt bist. Ja, okay. Denkst du, Boldi kann hier durch? Dabei kann ich gar nicht durch, ne? Ich weiß nicht, ich höre auf jeden Fall sein Lineal hier rumschlagen. Ja, ich auch. Da ist er, der kommt! Oh Gott, er kommt! Oh. Lauf! Oh. Okay, er kommt hinter mir her, du kannst loslaufen. Ja, ich bin schon weg. So, ich kann jetzt wieder entspannt gehen. Ich hab ein Notizbuch hier. Ja, ich suche auch gerade nochmal. Er ist mit mir im Raum! Nein, schaff ich das noch? Wir müssen... Nein! Oh mein Gott. Mich. Oh, ich muss jetzt hier die sichere Zone verlassen. Boldi, du Sau! Aber ich hab einen Schlüssel, nicht schlimm. Ich komm raus hier. Ja, ich hab's. Okay. Ach, hier ist das... Ach, guck mal, hier ist so die sichere Zone. Roxo! Oh Gott, das ist ein Staubsauger! Hier ist ein Staubsauger! Wie ein Staubsauger? Ich weiß auch nicht. Ich seh ihn! Der pfeift die ganze Zeit rum. Ich kann's mal sehen. Wo bist du? Ich bin hier. Roxo! Komm schnell her! Komm rüber! Ja, komm schnell her. Da vorne ist der Lehrer betäubt sogar. Ey, die haben Boldi betäubt. Lass mal ganz kurz gucken, wo ist denn Boldi jetzt hier? Oh, Boldi kommt! Oh! Ich sneak ihn mir rein und weg hier! Oh, ich bin übel schnell. Sehr gut. Nein! Boldi, er jagt mich! Nein! Der Springseiltyp kommt schon wieder. Der Springseiltyp ist da und der Streber hat hier irgendeine Tür aufgemacht. Also, ich folge jetzt mal ganz kurz den Streber jetzt hier. So, Mr. Streber. Hallo! Der pfeift die ganze Zeit rum. Der hat auch nichts Besseres zu tun. Ey, wir müssen noch Notizbücher finden. Hier müssen noch welche sein irgendwo. Ja, ich suche hier auch schon gerade die... Ah, ich muss springen jetzt. Ey, Mann, jetzt habe ich dieser Springtyp gefunden. Und Boldi kommt. Nein, nochmal. Jetzt wurde ich wieder in die Schule gesteckt, Alter. Hey, die Tür ist auf. Ja, er hat aufgemacht. Korrekt, er hat aufgemacht, Alter. Ach, man braucht nur einen. Okay, dann müssen wir schnell durch die Cafeteria. Der Raum war richtig da hinten. Wir brauchen noch zwei Notizbücher. Das müssen wir noch finden. Ja, das war da. Ich konnte das nicht einsammeln. Was ist das? Hier ein Schloss. Ach, damit können wir die Tür wahrscheinlich abriegeln von der anderen Seite. Oh, das ist voll clever. Okay, hier ist schon mal nichts. Warte mal, hier glaube ich. Lauf! Ist er bestimmt bei den langen Ich verstecke mich im Spinn. Ich auch. Er hat mich im Spinn. Nein, mich hat er auch geholt. Ich auch, Karma. Oh Mann. Karma kassiert. Hast du nicht noch einen Schlüssel? Nee, ich kaufe mir einen. Oh Mann. Ja, ist auf. Und ist auf, Kasper. Ja, Jimmy. Okay. Aber wohin? Wir müssen noch, wie gesagt, zwei Notizbücher finden. Okay, ich finde die jetzt. Ich habe eine gute Idee. Ich glaube, wir müssen ganz durch. Ja, glaubst du wirklich? Ja, damit rechnet keiner. Ganz durch und jetzt... Da vorne ist ein Strebersohn. Okay. Wollen wir vielleicht mal den Streber einfach folgen? Ich glaube, hier links jetzt gleich. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Hier links gleich? Ja, was ist das denn überhaupt? Qualität? Ja, hier ist es. Oder? Nee, was ist das? Ich weiß auch nicht. Soda, was bringt das? Wenn du Durst hast oder so. Hier links muss er, glaube ich, lang, oder nicht? Hä, was bringt das? Ich muss es in der Nähe vom Lehrer machen. Achso, du kannst ihn, glaube ich, betäuben oder so.
Ah, okay, ist schon mal gut. Oh, clever, das ist schon mal echt sehr gut, ne? Wenn dir zu nahe kommt. Ey, wo sind jetzt die Notizbücher? Hä? Vielleicht hier lang? Und dann nochmal links oder so? Oh, nee, ich hab das Gefühl hier rechts. Ich glaube, hier rechts hab ich das Gefühl. Und? Ja! Ja! Okay, ich rechte schnell hier. Let's go. 1 plus 7 ist gleich 8. Bam. 2 minus 6 ist minus 4. Ach, das letzte. Das andere Wort gerade gefunden. Und minus 4 ist 0. Ja! Ja, wir haben alle! Okay. Wir müssen nur noch entkommen. Und da war doch gerade der Ausgang, oder nicht? Können wir jetzt nicht einfach raus... Wo? Ey. Er ist weg. Der ist weg. Nein, verdammt. Okay, jetzt müssen wir noch einen Ausgang finden. Oh, nein! Broxo, lass mich bitte nicht hier hängen! Spring! Lass mich nicht hier hängen! Du musst immer springen, wenn er sagt spring. Du schaffst das. Okay, warte. Ich höre doch hier Baldi. Glaubst du, Baldi kommt? Ich glaube, der kommt gleich. 1, 2... 3 und letzte, jetzt hau ab hier, du Glatzkopf! Los, schnell weg jetzt hier! Okay, oh, ich dachte gerade. Oh, alles gut. Aber die auch so. Oh, ja, okay. Drück, Kasper, nein! Nein, ich konnte nicht mehr! Er ist an mir vorbeigelaufen. Boah, die ist an mir vorbeigelaufen. Was denn du? Ich bin noch im Knast. Was ein Idiot. Ich bin noch im Knast. Was ein Idiot. Ich kann's doch schaffen. Nein, let's go. Ich glaube in die Sicherheit. Ich komme nicht nach hinten. Hey, bist du schon safe? Nee, ich bin nicht safe. Bin jetzt gerade hier in einer sicheren Zone. Und die muss ich in 10 Sekunden verlassen. Ja, ich bin, 70 Sekunden bin ich noch im Kerker. Ich suche in der Zeit schon mal einen Ausgang. Ich habe eine Schere gefunden. Du musst mich gleich anlotsen, wo das ist. Ja, das könnte schwierig werden. Bring denn jetzt hier diese Schere. Nutz diese, um Playtime Sprungseil zu schneiden, um zu entkommen. Oh. Ah, was? Clever. Wie wichtig. Okay, warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo der Ausgang ist. Oh, Baldi ist hier. Nein. Was? Nein, ich bin in der Sackgasse. Och, Mann, er hat mich wieder in die Schule gesteckt. Oh, Mann, ey. Oh Gott, wo sind wir, Herr Kasper? Was geht hier ab? Im Krankenhaus. Ich wollte mir mein Knie irgendwie erneuern lassen, aber jetzt. Ich wollte dich nur besuchen und auf einmal wurden wir hier irgendwie in Koma oder so versetzt. Jetzt bin ich hier aufgewacht mit dir. Ganz gruselig und guck mal, selbst hier, es muss irgendwie draußen eine Apokalypse sein oder so. Hier hängen auch so die Kabel aus der Wand, ne? Was ist denn mit diesem Krankenhaus los, sag mal? Nee, die kann man nicht berühren. Aber guck mal, warte mal, da steht was links. Finde die Ausgangstaste. Oh, wo könnte so eine Taste denn sein? Hier irgendwo? Ich weiß auch gar nicht, wo die Ärzte sind. Wo ist denn Dr. Tobi? Der muss doch hier irgendwo rumlaufen. Muss Dr. Tobi hier dich auch operiert haben, ne? Warte mal, hier steht doch... Ja, der wollte mich... Ich bin aufgewacht gerade. Hier steht Suche nach dem Schlüssel für diese Ausgangstür. Der kann hier helfen. Okay. Oh Gott, ich dachte gerade, Yusuf. Alter. Sag mal. Alter, okay. Lass mal nach unten gehen, ne? Vielleicht ist ja unten da der Ausgang. Ne, und der Bank ist auch gerade keiner. Ich sehe auf jeden Fall auch gerade keinen. Nee, da auch nicht. Hier auch nicht, ne? Hä? Wo hat Sackgasse. Den Schlüssel versteckt? Müssen wir da durchgehen? Gute Frage. Nee, oder? Oh, warte mal, wir können aufmachen. Okay. Oder? Da! Alles gut? Ja! Nein! Sehr gut. Was ist los? Der Arzt hat dich gefunden, lauf zu Hause. Oh mein Gott, was ist los? Ich sehe es gerade. Tobi! Was ist mit Dr. Tobi los? Tobi, lass mich in Ruhe. Lauf! Hauen Sie ab mit Ihren, Wolverine-Händen. Alter, wieso Fingernägel schneiden, Tobi? Was ist mit dem? Ist so! Ah. Mit den Scherenhänden! Mit den Apfelschneiderhänden! Er ist direkt hinter mir! Gott, lauf! Nicht dahin, Emre! Nein! Mach die Tür auf! Geh zur Tür, Kasper, geh zur Tür! Oh! Ich komm! Oh mein Gott! Alter. Oh mein Gott, der kam da gerade noch! Alter! Was ist denn hier? Hä? Was ist los? Da? Karte von, achso, das ist der Entwickler. Ich dachte gerade, da hat er eine Puppe oder so drin, ne? Ich dachte auch gerade so eine gruselige Arztpuppe. Ey, also was war denn mit Dr. Tobi los? War der noch nett zu mir? Der hatte gestern keine roten Augen, das weiß ich noch. Ich war noch dabei. Und auch nicht so eine komischen Scherenhände. Nee, okay. Oh Gott, wo jetzt lang? Ich gehe links rum, oder? Links? Nee, links ist kein Durchgang. Ist hier Durchgang? Ja. Auch nicht. Alter, sieht man diese Labyrinths? Ne? Verdammt! Okay, die sind entkommen. Aber das sieht gut aus, oder? Ist eigentlich nicht schlecht gerade, ne? Okay, pass auf, gehe durch die Abwasserhindernisse, alles klar? Kein Problem. Oh mein Gott. Ist ganz schön alter. Hier muss man schon genau springen. Gar nicht so einfach, ne? Auch hier vorsichtig, sind so Laser. Aber und sowas, kein Problem, ne? Kein Problem für uns. Dann stoppen wir mit links hier, Leute. Genau, let's go. So, Achtung. Okay, so. Vorsichtig. Und. Hast du geschafft? Okay. Sehr gut. Alles okay, gut. Dann lass hier ganz vorne ganz hier vorsichtig dann weitergehen, ne? Können wir da durch durchs Wasser? Das Wasser? Darf man da durch? Okay. Ja, das ist nur Wasser, kein Problem. Ich dachte auch, das wäre noch was. Das wäre heißer Dampf oder sowas. Das habe ich auch gedacht. Aber der ist ganz erfrischend. Welches Krankenhaus hat bitte unten in der Kanalisation so grünes Wasser? Weiß ich auch nicht, Alter. Glaubst du, da werden irgendwelche komischen Medikamente irgendwie weggeschüttet?
Stimmt, hier sind, das ist wahrscheinlich Antibiotika bis zu Aspirin oder so. Wahrscheinlich gibt es hier auch überdimensional große Ratten und so, ne? Weil ja, die das trinken. Dann. Ja, ich weiß. Okay, dann lass mal hier durchgehen. Ja, durch das Ding. Okay. Wo kommen wir jetzt raus? Oh, was? Oh nein. Im Klo. Und, warte mal. Da warst du doch eben auf Klo. Das stinkt. Pfui, guck mal, da ist ein riesiger Kackhaufen drin. Siehst du das? Das ist ja übertrieben eklig. Oh Gott. Nein. Nein. Deaktiviere die Sicherheitsvorkehrung in der Cafeteria. Schnell. Oh mein Gott. Schnell. Schnell, Kasper. Nein, ich weiß nicht, ob ich es gedrückt hab. Er ist hinter mir. Tritt doch. Hilfe. Tritt doch. Muss ihn weglocken, Du musst den Parkour machen. Du musst den Parkour machen da. Welchen Parkour? Auf den Tisch, Oh mein Gott. Nein, aber ich muss erstmal das Gitter deaktivieren. Hast du das schon gemacht? Hab ich gemacht. Ich bin direkt hingesprintet. Ja, okay, jetzt hab ich's. Okay, das ist deaktiviert. Achtung, er ist direkt unter mir, ne? Ich darf, wenn ich runterfalle, wenn ich jetzt runterfalle, kriegt mich Dr. Tobi. Oh mein Gott, ja, ich seh's. Dr. Tobi, haut sie ab. Dr. Tobi. Die sind der schlechteste Arzt. Die Krankenschwester Adriel ist draußen, die wartet auf sie, ne? Also. Ein Chefarzt bitte auf Station 13. Ein Chefarzt. Tobi bitte. Okay. Tobi, sie wurden gerufen, haben sie nicht gehört. Komm durch. Oh Gott, Alter. Müssen wir runterspringen, ne? Hui! Alter. Okay, nein. Oh, nein. Klingt nach Monster weißt da draußen. Weißt du, wo wir sind? Oh mein Gott, wir sind im Krematorium. Hörst du das? Was ist hier? Hier klopft doch irgendwo jemand. Da ist jemand. Nein. Hä? Da! Was ist hier? Da! Ja! Hier ist eine Waffe! Hier in dem hier? Alter, was? Als wenn du Fürstenfall das hattest! Nee, ich hab ein paar geöffnet. Achso, okay. Okay, lass mal hier rausgehen. Ich mag Krematoriums gar nicht. Nee, ganz gruselig, ey. Oh Gott! Zombies! Kaputt down! Hau rauf! Laufen! Hey, ich krieg die gar nicht gekillt! Ich auch nicht! Hä? Müssen wir irgendwo hin? Müssen wir zur Bananenschale jagen oder was? Ja, wahrscheinlich. Nee, auch nicht! Au! Hau rein, haut ab! Ich bin gleich drauf! Ey, der ist auf mir drauf! Der ist auf mir drauf! Er hat mich auch geholt! Ja, jetzt kann ich auch hauen! Bam! Okay, ich hab sie alle! Komm rüber! Die blöden Zombies! Sehr gut! Ist so ganz gruselig auf einmal! Okay, vorsichtig, Bro! Ganz vorsichtig! Heiße Lava, die wollen wir nicht berühren! Ich glaub nicht, dass er da rein sollen! Vorsicht mit den Bärenfallen, ne? Ja, alles in Ordnung. Alter, alles das gut. Ist jetzt echt gerade richtig. Oh nein. Oh mein Gott. Okay. Warte mal, jetzt was hier die denn? Lava. Achtung, rauf. Kein Problem. Und rauf. Oh, okay, so. Ja. Alles gut. Alter. Ja, auch geschafft. Ganz hier, das vorsichtig. Zeigt dir auf den Lüftungsschacht. Stimmt, da steht Polizeiabsperrung, nicht durchqueren. Okay, ich geh durch. Wow. Ich auch. Okay. Wow. Erreiche Dungeon-Hindernisse. Was? Pass auf, das ist eine Burg. Giftpfeile. Ja. Oh mein Gott. Das war halt mega. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Ich warte einfach. Okay, sehr gut. Was ist hier? Sehr gut. Können wir hier durchgehen? Nee, wir können nicht da durch. Hallo, Dr. Tobi. Alter, hier sind doch überall solche Segen, ne? Okay, einfach durch. Einfach durchgehen, Kasper. Oh mein Gott! Durchgehen. Was ist denn das denn? Was denn? Nebel? Ey, und das hat das Ding aufgemacht. Oh, ich hab den Boden fällt gleich wieder runter. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? So Magma da unten. Oh mein Gott, das sieht ja richtig crazy aus, ne? Heiß. Das ist ganz, ganz heiß. Ach, verdammt, ich wurde gestriffen. Aua, ich hab einen Kratzer jetzt. Ich hab's Gott sei Dank geschafft. Ich hab einen Kratzer jetzt leider. Schon wieder, ich hab noch einen Kratzer am zweiten Knie. Ich warte hier auf dich. Komm rüber. Ich komm. Immer diese blöden Kratzer. So. Ich sag dir, die Echse, Alter. Was machst du? Jetzt habe ich nur meine Zehen verbrannt. Ja, ist ganz, ganz blöd gerade. Und jetzt aber. Ja, ich hab's auch geschafft. Sehr gut. Sehr schön. Okay, dann entkomme aus dem Labyrinth. Oh nein. Okay. Du rechts, ich links oder was? Okay, ich geh rechts. Kein Problem. Au! Das kriegen wir hin. Ich glaube, das war nicht direkt der richtige Weg. Alter, hier ist jemand. Ist das Chain? Ich glaube, das ist Chain von den ganzen Stories. Das ist ja eingesperrt. Warte mal, hier kann ich rüberspringen. Warte mal, hier ist ein Pfeil. Da ist noch jemand. Wer bist du denn, Kollege? Hallo. Hi, du musst liken und abonnieren. Alter, der hat gerade gesagt, du sollst liken und abonnieren, Kasper, ja. Korrekt? Ja, mach mal. Okay, warte. Hier lang oder was? Und jappa, okay. Bist du jetzt den richtigen Weg genommen? Ich glaube, ich bin den richtigen Weg. Ich bin zwei Sackgassen einfach genommen gerade. Ehrlich? Okay, dann musst du rechts gehen, weil hier sind die Pfeile. Stimmt, und hier kann ich rausgehen. Okay. Ich warte hier oben auf dich. So, da bin ich, okay. Und sehr gut. Okay, optimal. Dann einmal jetzt hier durch die Tür durchgehen. Jetzt hier wieder ins Krankenhaus rein. Oh mein Gott, es brennt! Raus! Was hat der Rauch! Oh nein! Oh.
Nein. Tobi! Nein, kommt der Herr, der das auch... Tobi, lauf! Oh, First Person, lauf, First lauf, Person, lauf, lauf, lauf! In die Rennen gucken. Er kommt, er kommt, Alter, er kommt! Mit einer Axt! Mit einer Axt! Oh mein Gott, lauf! Er hat eine Axt! Oh mein Gott. Pass auf, nicht springen, manche Sachen sind da. Spritzen und sowas sind die überall verteilt. Pass auf, Kasper. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Er kommt immer näher. Er kommt immer näher. Ich hab Angst vor dem! Er kommt immer näher. Ah! Da ist die Tür! Ah! Oh! Ja! Yo! Abgehängt. Oh mein Gott, der war einen Meter hinter mir. Ja, bei mir auch, Alter. Okay, lass mal. Sehr gut, sehr gut. Lass mal hier probieren zu entkommen. Achtung, hier sind Spikes weiter auf dem Boden, ne? Hier, Holz, okay. Bretter, alles in Ordnung. Bretter, gehen die auch kaputt? Nee, die gehen nicht kaputt. Nee. So, okay, Gott sei Dank. Optimal. Ey, was wollte der denn da eben? Sag mal, der soll mal abhauen. Der soll echt mal abhauen. Wir müssen die Hebel ziehen, um durchzukommen. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Laserlabyrinth hier? Sind wir hier bei James Bond oder was? Takeshis Castle, au, du auch. Okay, wir müssen hier lang laufen. Wo ist der Hebel? Hier rüber wahrscheinlich, ne? Da vorne ist ein Hebel, ne? Ja, okay, dann müssen wir hier rüber. Ja. Digga, einfach James Bond. Dim, 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 dim. Mission dim, Impossible dim, hier. Dim, so, dim. Ja. Okay, noch sehr ein gut. Knopf. Noch ein. Eins von zwei steht da auch, okay. Oh, vorsichtig. Richtig? Nicht draufgehen okay. Jetzt, ne? Sonst werden die damit zurückgesetzt. Okay, hier ist der letzte Hebel. Mhm, ich hab ihn. Sehr schön, ja. Ich zieh sehr dran. Gut. Und jetzt? Ja. Und jetzt ist die Türe geöffnet, glaube ich, unten, oder? Oh, welche hier? Tür? Ja, die Tür ist geöffnet. Ja. Okay, richtig. Vorsichtig. Das ist Jane. Wusst. Oder? Nein, was ist mit dem? Ah. Ärzteopfer? Alter! Oh Gott! Zombies, Alter, Zombies! Das sind Zombies! Patienten-Zombies! Oh mein Gott, Patienten-Zombies! Alter, haut ab jetzt hier, geht weg, ihr Ekligen! Rutsch mal auf der Bananenschal lieber aus! Ah. Oh! Oh! Oh Gott! Oh, oh mein Gott, Bruder! Ja, ja! Oh mein Gott! Der ist ganz, ganz schwierig um die Ecke. Oh Gott! Ey! Oh mein Gott! Ich bin stuck da! Ja! Und rutsch hier auf der Banane aus! Okay, okay, ich hab's. Ich bin da, hier. Bin wieder da. Ich warte auf dich hier. Okay, komm durch. Hab's auch. Komm durch, komm durch. Alter. Das sah gerade ganz, ganz gefährlich aus, ne? Oh nein. Wo lang? Jetzt hier durch, oder? Nee, wir müssen hier durch. Wir müssen durch den. Okay, okay. Durch den Polizeidingens. Oh, wo ist das denn hier? Oh mein Gott. Gegenwind. Der Wind. Gegenwind. Oh, Mann. Der drückt mich ja weg. Guck mal. Mich auch. Ich komm gar nicht richtig voran. Assis. Okay, ich hab's. Warte. Los, weiter. Komm schon. Ey, ich komm hier nicht mal rübergesprungen. Schaffst du das? Komm schon, mit Vollspeed. Bam, bam. Sehr gut. Oh, warte. Oh, sehr gut. Ich hab's geschafft. Gib Stulle, Kaspar. Gib Stulle. So, alles gut. Ich hab's. Okay, warte mal. Hier müssen wir den Knopf drücken, um weiterzukommen, ne? Okay, draufdrücken. Ich weiß nicht, wie lange das leuchtet. Ah. Oh mein Gott. Oh nein. Vorsichtig. Spring rüber auf jeden Fall. Ja, alles gut. Aber das geht, das geht. Nein. Oh Gott. So, hier rauf und ich hab's. Hast du es geschafft? Sehr schön, ja. Endlich. Sehr gut. Okay. Ganz, ganz wichtig. Hier hoch. Einmal hier hochgehen. Ja, ganz, ganz wichtig. Jetzt hier nach oben. Also irgendwann muss doch hier auch mal ein Ausgang kommen, oder? Irgendwo muss der sein. Ja, ich weiß. Irgendwo muss der sein. Hier um die Ecke? Nein. Immer noch nicht. Ey, das ganze Wartezimmer war das hier mal. Gestern saß ich da noch. Ich saß hier gestern noch, als ich dich gewartet habe, ja? Ich saß hier viel länger als du. Da war das auf gar keinen Fall unter Wasser. Alter. So, warte mal. Ich hier gerade. Oh Gott. Hier durch die Tür durch. Oh nein. Nein, eine Squid Game Sache. Fragile Glass, also zerbrechbares Glas. Rechts, okay. Links, okay. Links, nein! Ja. Rechts. Rechts und links jetzt. Haha, ja! Oh mein Gott, sehr gut. Oh mein Gott, Alter, einfach richtig geraten. Okay, das war ganz easy eigentlich. Hier geht's weiter. Oh mein Gott! Kopf gestoßen an der Tür. Jetzt musst du auch zum Arzt danach. Ich muss auch danach, aber nicht zu Dr. Tobi. Ich gehe lieber zu der Krankenschwester. Nee, der ist auch gruselig. Ariel. Okay, dann hier, Achtung. Oh mein Gott. Achtung, wir haben hier Sprungpower, glaube ich, oder so, ne? Ja, so. Nein, wir haben keine Sprungpower. Unten ist ein Fan. Wenn wir da in diesen Ventilator reindingsen, dann gehen wir drauf. Ich sehe gerade den Häcksler. Oh Gott, ey. Mach das bloß nicht. Oh mein Gott, hier. Hier rechts rum, ne? Und hier links rum. Oh, verdammt. Boah, der war schwer. Alter, der Sprung war echt nicht einfach. Der war schwer. Das war echt einer von der schwereren Sorte. Wir schlagen uns ja ganz gut hier. So. Okay. So, hier rauf. Achtung. Zack. Gut. Und rüber hier. Und rüber sehr hier. Schön. Auf jeden Fall. Optimal. Sind wir jetzt? Jetzt haben wir... raus? Ich guck gerade jetzt gerade mal. Hier müsst ihr durch die Tür gehen, ne? Raus, oder? Komm schon durch die Tür. Oh mein Gott. Was sind jetzt? Riesenbälle hier. Alter, wo kommen die riesen Monsterbälle her? Rüber. Jetzt. Schnell. Oh Gott. Alter, oh mein Gott, weiter. Wir sind echt schnell, ne?
Oh mein Gott. Direkt weiter. Warte, ich muss einen warten. Nein! Ja, LOL. Deswegen, ja. Hey, du kannst trotzdem an der Wand einfach chillen. Du kannst als an die Wand laufen. Das, oh Gott, das geht dann trotzdem. Ich hab's geschafft. Ist der Durchgang? Ja. Sehr gut. Okay, ja. Wir können ja durchgehen. Oh mein Gott. Deaktiviere den Strom, um durchzukommen. Strom okay, deaktivieren. Kein Strom deaktivieren, kriegen wir hin. Ist hier da in den rechts Raum in dem OP-Raum? Wurdest du nicht da operiert? Hier ist der Strom. Ja, hier wurde ich operiert. Ja. Und hier leuchtet alles voller Laser. Alter, was ist denn hier los? Okay deaktiviert. Deaktiviert. So. Oh mein Gott, die Laser, die sind auch so heiß, wenn du die einmal berührst, dann schneidet der dir alles ab. Der macht alles mit dir dann. Das ist ganz, ganz gut. Dann. Oh Ausgang! Gott. Ausgang? Hier einfach raus? Das wäre ja super. Nein! Oh. Nein! LOL! Besiege den Boss! Um. Tobi! Tobi! Wo ist Tobi? Oh mein Gott, er kommt öfters! Boom! Er kommt öfters! Oh mein Gott! Tobis. Wo ist er denn? Ganz wie Tobis. Ja. Ich seh nichts, es ist nur First Person. Weg mit dir! Nur First Person, zack! Hier! Tobi? Bam! Tobi, weg mit dir! Hau ab! Wo ist er? Geh in die Mitte, da kannst du gucken! Ah, da, Tobi! Weg. Bam! Alter! Oh mein Gott, wo ist er jetzt? Verloren. Wo ist er jetzt? Bam! Da ist Tobi, zack! Oh, hier, wieder! Tobi! Boom, Tobi, das war's mit dir! Und nochmal! Wo ist der? Tobi! Weg! Sehr gut. Weiter. Boom. Oh mein Gott, der Arzt. Wir haben den Arzt echt geholt, Kasper, ne? Ja, aber echt der gruselige Tobi. Weg mit dir. Wo ist Tobi? Hä? Trau dich doch, Tobi. Na, komm doch, Tobi. Du hast keine Chance Tobi gegen uns hier. Tobi traut sich nicht. Tobi traut... Tobi? Oh Gott. Tobi turnt. Besiegt den Arzt. Oh Gott. Alter, weg. Der war gerade ganz nah. Bei mir auch. Der kommt immer näher. Bam. Oh. Ich glaube, letzter Schuss bei mir. Weg mit dir. Bam, ja, ich auch. Und Glückwunsch, du hast Tobi Sieg und bist mit einem bisschen bösen Krankenhaus entkommen. Geh durch die Ex. Okay. Kriegst da vorne spezielle Power-Ups. Da, guck mal. Ja! Er sagt Glückwunsch, du hast die Obby geschafft. So ein Gruselausgang. Guck mal da, wir haben so Ausrüstung und sowas. Oh mein Gott, eine Wasserpistole. Zack. Guck mal. Eine Laserpistole. Und sag mal hier, guck mal. Was ist das? Oh, ich hab so krasse Krallen hier. Na, komm doch, Tobi. Bam. Ey, warum bin ich hier einfach nur mit meinem Pullover? Sehr schön. Optimal. Yo, Kasper! Broxo! Wo bist du? Yo, wir dürfen gar nicht so rumschreien. Wir müssen nämlich ein bisschen leise sein. Ich bin hier oben in der Schule, bei den Schwimmhallen. Bist du hier auch irgendwo? Oh, du bist oben oder so. Ich bin jetzt gerade hier unten. Ja. Das Ding ist, anscheinend ist hier jemand, der uns holen möchte oder sowas. Der will uns irgendwie jagen und ich habe auch gehört, dass eventuell wir selbst uns jagen wollen. Ich sehe dich! Ja! Roxo! Okay. Das Ding ist, wir kommen jetzt hier rein. Achso, man kann die Türen aufmachen. Hier ist was! Okay, hier was hast du da? Hier ist so ein Safe. Guck mal hier! Wir können so durchkrabbeln. Oh mein Gott! Von Raum zu Raum. Hier ist doch bestimmt was. Lol, hier ist doch bestimmt was Cooles. Nee, okay, glaubst du? Nichts mehr. Kann man Türen aufmachen? Ja, also pass auf, ich glaube, ich kann die Tür laufen. Die ist heftig. Okay, wir müssen immer Schlüssel finden, um sozusagen... Was steht denn hier? Es war nur eine Wenn-Aussage. Er ist gegen die Tür gelaufen. Oh nein, da liegt er. Der Arme. Oh mein Gott. Okay, pass auf, Gott. Wir müssen anscheinend hier noch so ein Buch und sowas finden. Wir brauchen so... Er ist da, lauf nach oben. Oh Gott. Schnell. Er ist da. Oh mein Gott. Oh Gott, er kann auch schreien und pass auf, das ist eine neue Attacke von dem. Wenn er schreit und du zu nah an ihm bist, dann war's das mit dir, ne? Wow. Dann infiziert er dich. Okay. Warte mal, hier kann man auch... Kasper, hier ist kein gelber Schlüssel. Wie cool. Was meinst du? Du konntest in den einen Raum rein, da ist so ein Weg nach unten, so ein Lüftungsschacht, da konnte ich einfach reingehen. Ach so, warte, dann komme ich mal ganz kurz rein. Das Ding ist, hier lag eigentlich ein gelber Schlüssel, aber der liegt jetzt hier. Ah, er ist bei mir. Oh. Lauf. Ja, lauf weg, ja, lauf weg. Okay, sehr gut. Du kannst auch leise dich... Ah, ich bin in eine Falle gelaufen. Bei mir. Nein. Nein! Bist du? Ich seh dich! Er ist direkt hinter mir! Los, komm her! Kasper! Kasper, bitte! Ich seh dich. Oh mein Gott! Ich versuch dich wegzulocken! Lauf weiter! Ah! Er ist direkt hinter mir! Kasper, bitte! Ich will noch nicht draufgehen! Ihr seid zu schnell! Du musst ihn irgendwie austricksen! Kasper, ich probier's! Okay, ich seh ihn da vorne! Okay, ich glaube jetzt hier lang! Hier ist noch ein Schlüssel! Okay, ich hab den Schlüssel! Es ist ein oranger Schlüssel! So, ich frage mich. Okay, sehr gut. Ich sehe den. Läuft der verfolgt dich noch näher? Der eine verfolgt mich aber und der läuft dann halt den anderen hinterher. Ah, ich laufe ihm gerade hinterher. Bist du hier noch irgendwo? Bist du unten? Ich bin jetzt hier gerade. Okay, ich muss aufpassen. Bist du unten oder oben? Ich bin gerade noch oben. Ich gucke jetzt gerade, dass ich hier irgendwie. Oh, ich habe gerade den gelben Schlüssel gesehen, Kasper. Ich habe eine Kamera gefunden, damit kann ich den fotografieren, dann ist er betäubt. Wo bist du? Ich bin oben jetzt. Bist du auch oben? Aber pass auf, er ist oben, ne? Da musst du aufpassen. Ich habe auch das Gefühl, dass er hier. Da ist er, alles gut, aber er sieht mich noch nicht. Nein, noch nicht. Ich laufe mal ein bisschen hinterher. Ich laufe mal ein bisschen. Guck mal, ob du irgendeine orange Tür oder sowas findest. Ja, warte mal. Okay, er kommt. Ich fotografiere ihn mal noch nicht. Ich warte noch, bis du da bist. Genau, ich bin jetzt gerade noch unten. Ich sammle noch ein paar Münzen ein.
Okay, warte. Er ist auf jeden Fall. Der ist hinter mir, verfolgt mich! Okay, alles gut, ich komm runter, alles gut. Warte mal, da liegt noch irgendwas anderes. Da liegt ein Baseball. Wo bist du jetzt? Jetzt komm mal ran hier, Mann! Ja, warte, ich bin hier. Ich muss ihn jetzt fotografieren, wo bist du? Ich bin jetzt hier gerade in so einem Raum. Ah, der ist ganz nah, Brookso, jetzt fotografier ihn! Mach ein Foto! Warte, ich warte auf dich! Wo bist du denn? Bei den Schwimmhallen bin ich. Ich hab ihn hier. Okay, ich bin auch bei den Schwimmhallen. Ich bin hier drin, komm runter. Ah! Kasper, schnell, mach Foto! Hat nicht geklappt! Nochmal. Doch, er macht doch irgendwas, oder? Kasper, lauf! Nein, ich lauf! Mach die Tür zu! Okay, komm, ja. lauf! Oh mein Gott, okay. Wir müssen okay, irgendwie... Warte, ich halte den Apparat raus. Pass auf, ich das weiß gerade eben... Ich ziehe die Kamera. Warte mal. Ah, nein! Hat er dich? Brookso. Nein, Kasper. Er hat mich geholt. Nein. Okay, warte, pass auf, ich muss jetzt hier... Ich muss... Warte mal, hier ist ein lilaner Schlüssel. So, dann schnappe ich mal ganz kurz... Okay, ich nehme mal den pinken. Ich glaube, mit dem pinken sollte ich, glaube ich, auch okay sein. Dann werde ich mal gucken, ob ich jetzt irgendwo... Kann ich... Oh, warte, hier ist der Gelbe. Was war das gerade? Der macht hier irgendwas. Der lässt das Wasser ablaufen. Der Pool hat kein Wasser mehr. Okay. Oh, warte, hier ist das Buch. Okay, das Buch ist... auf da. Das Buch ist gut. Ich muss mit dem Buch eigentlich jetzt nur noch, glaube ich... Warte, ich kann nach unten. Ha! Wie cool. Ist hier irgendwo? Mhm. Nee. Okay, ich kann jetzt aber, glaube ich, das Buch hier reintun. Oh. Und jetzt muss ich hier nur so eine Schlüssel... Ha! Ha! Er ist hinter mir. Lauf! Er ist hinter mir. Lauf um mein Leben. Okay. So, ich glaube, er hat mich... Nein, hier ist eine Sackgasse, glaube ich. Oh mein Gott. Ah! Okay. Er läuft an die Tür. Ach so. Ah! Nein, das ist eine Sackgasse. Ich sehe dich wieder. Warte, ich kann aber durchgehen, glaube ich. Ich kann da durchgehen. Oh komm, nein, da ist eine Falle. Ah! Nein! Ich habe keine Falle gesehen. Oh. Vorsicht, noch eine. Okay. Oh mein Gott. Okay, was ist jetzt hier? Roter Schlüssel. Okay. Der rote Schlüssel brauchst du bestimmt, ja? Ich weiß aber leider noch nicht, wofür. Oh, er ist hinter mir, Hier. Okay. Ja, ja, aber hier ist alles wie so ein grüner Schlüssel oder so. Ich brauche halt diese eine Schlüssel. Ich glaube, unten war sie gerade, die rote Tür. Ja, glaubst du? Ja, ich glaube ja. Guck nochmal nach. Okay, pass auf, dann mache ich jetzt den hier. Hui. Hui. Sehr okay, schön. Hier? Nee, ja, okay, dann habe ich mich verguckt. Ich glaube es da nicht. Ja, ich sag, was sah so aus? Warte mal, ich kann hier noch mehr zu Leuten zugucken. Ich guck mal einem anderen, falls die der, weißt du sicher aus der Perspektive. Ja, yeah, also wir brauchen. Oh, er hat ihn! Oh nein. Brookso, du bist der letzte Überlebende. Nein. Du bist der letzte Überlebende. Okay, das Ding ist, ich brauche halt jetzt irgendwie die Möglichkeit, an so eine Schlüsselkarte ranzukommen. Weil ich weiß nicht, wo die ist. Also hier ist noch ein roter Schlüssel oder so. Ich guck mal, ob ich bei ihm, ich kann ihm zugucken hier, dem Monster, ob ich bei ihm vielleicht irgendwie das sehe, wo. Ja, pass auf! Wieso? Oh, er hat dich genau gesehen. Du läufst auf ihn zu! Nein! Lauf! Ich laufe schon so schnell, wie ich kann. Okay. Aber schaffst du eigentlich easy, So. Ich muss nun gerade gucken, wo ich jetzt am besten... Er weiß nicht genau, wohin. Ja, er hat dich gesehen wieder. Okay, nicht so schlimm. Okay. Haha. Wo musst du denn hin, sag mal? Gibt's hier eine Karte oder so? Ja, ich guck auch gerade. Nein, ich wollte mich da verstecken. Da lag noch irgendwas, ein Zettel. Ich wollte den gerade lesen, aber ging nicht. Ich frage mich... Guck mal, oben ist es nicht. Dann muss es unten sein. Hier war ich noch nicht. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Oh. Liegt hier noch irgendwas? Oh. Da liegt irgendwas. Was ist das? Ja, da ist ein blauer Schlüssel auch. Ein Schraubendreher? Oh okay. Mann, wie hat er mich jetzt schon wieder gefunden? Ja, er hört dich vielleicht. Hey, hier steht noch einer. Hä? Aber... Stimmt. Steht da? Eine Pepperoni. Aha. Die Tür ist ja offen. Geh durch. Nein, die ist abgeschlossen. Nein, sie ist abgeschlossen. Du brauchst den türkisen Schlüssel. Dieses Gerät, wo du den Schraubenschlüssel gefunden hast. Geh dahin, da lag ein türkises Gerät, glaube ich. Oh Gott. Warte, brauche ich das Gerät? Irgendwo, wo du den Schraubenschlüssel hast. Ich brauche diesen Schlüssel. Oben. Nein, ich brauche eine Schlüsselkarte. Ja, das lag oben. Das war, glaube ich, oben. So ein türkiser Schlüsselkarte. Nein, das war ein türkiser Schlüssel. Nein! Manu! Ey, da stand ja doch nicht mal davor, glaube ich. Ja, habe ich auch nicht. Mann! Manu! Oh, ist das hier dunkel, Kasper. Guck mal her nach oben. Sehr, sehr dunkel. Ja, wir müssen... Oh, da ist auf jeden Fall unten der orange Schlüssel. Aber das Ding ist, wir müssen auf jeden Fall wieder gucken, dass wir das ganze Ding überleben. Oh mein Gott, okay, eine neue Map am Start. Aber ganz viele Schlüssel. Ich habe einen blauen. Du kannst ja mal gucken, ob man hier irgendwo eine blaue Tür findet. Ich schaue gerade schon, aber hier ist gerade nichts drin. Aber hier kann man, warte mal, hier kann man, glaube ich, in einen anderen Raum gehen. Und hier ist auch nichts drin, das kann doch nicht angehen. Oh, hier.
Okay. Oder hast du das schon genommen? Nee, ich hab noch hab ich nichts genommen. Also wir müssen eine blaue... Oh mein Gott, da ist jemand hier! Ah! Oh mein Gott, der hat sich den anderen geholt! Nein, ich muss... Oh mein Gott, wo bist du? Nein, bitte, nein! Nein, nicht mich! Ich lock ihn hier weg, Bitte, lock ihn weg, Kasper! Ich hab ihn weggelockt! Ehrlich? Ja, er ist hinter mir wieder! Oh mein Gott! Er ist hinter mir! Als ob das funktioniert hat! Warte doch! Nein! Nicht so, nein! Bitte! Ich bin in der Sackgasse, ich kann nicht weg! Er soll zu mir jetzt kommen! Er chillt da jetzt an der Tür. Och, Manu. Ja, er chillt an der Tür. Solange er dich nicht holt, ich versuche ihn hier wegzunehmen. Ja, jetzt kommst du zu mir. Ey, warte mal. Ich kann ihn leider nicht dingen. Hier ist auch eine Schlüsselkarte oder sowas, ne? Ja, er kommt zu mir. Ja? Ja, du kannst raus. Als ob? Jetzt, los, komm raus. Okay. Jo, okay. Komm schnell. Okay. Okay, lass wieder nach. Oder wo war. Warte mal, lass nach oben. Wo war die gelbe Tür? Warte, wir müssen runter, sehe ich gerade. Ja, aber, nee, war doch eine gelbe Tür, oder nicht, irgendwo? Nee, die war unten. Eine gelbe Tür? Die war oben, glaube ich. Haben die schon aufgemacht? Die gelbe Tür. Ja, kann sein, dass die schon oben... der ist hier, glaube ich. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen, ich glaube, die war ja irgendwo hier. Ich glaube, die wurde schon aufgemacht. Es muss auch irgendwo eine blaue Tür sein oder so, weil ich habe noch einen blauen Schlüssel, aber ich weiß nicht, wo die Tür ist. Grün? Grün brauchen wir auch, okay, und rot brauchen wir auch. Das heißt, ich glaube, wir müssen unten, wo er eben war. Das heißt, wir können ja mal hier gucken, aber ich... Weiß nicht, oh genau. Gott, das ist ein Angsthase. Hier müssen wir rauskommen später. Hier ist ein roter Schlüssel. Hier müssen wir die Pizza geben später. Hier, roter Schlüssel. Tim, roten Schlüssel. Mit dem roten Schlüssel können wir die Tür aufmachen. Da können wir hier nach oben gehen. Okay. Und damit können wir hier die Tür aufmachen. Ja, sehr schön. Und da haben wir jetzt... Sehr gut, den Pizzaschneider. Komm mit. Meinst du den Braucher? Nee, da wo ich eben eingesperrt war, konnte ich quasi was aufmachen mit dem Pizzaschneider. Ah, das heißt, cool. Das war hier hinten, ne? Das war hier hinten und dann links. Ja, okay, wir gucken mal. Okay, nicht hier hinten, okay. So, und dann, genau, das muss ich jetzt auch machen hier mit dem Pizzaroller. Zack. Oh, sehr schön. Oh, ganz sauber, viele Coins für mich. Oh, hier, orange, okay, sehr gut. Und dann kann ich quasi das Orange mitnehmen, aber hier ist... Orange heißt, war oben. Ist blaue war Tür, oben, ne? Die Tür, oder? Nimm mal das Ding mit, die hier vielleicht. Ja, nehme ich mal mit, habe ich mal. Was haben wir noch hier so? Eine Batterie, okay. Ja, die können wir bestimmt auch wieder noch gebrauchen. Oh Gott. Nein, der ist da unten. Warte mal, wir brauchen hier so eine Checkkarte, eine blaue. Eine weiße steht da, oder nicht? Ach so, eine weiße. Oh, pass auf, hinter dir! Lauf! Oh mein Gott! Lauf! Oh mein Gott, danke. Oha, das war ja mal mega knapp. Der ist schon oben, Er hat oben einen gekillt, direkt neben mir. Oh mein Gott. Okay. Was denn hier hinten? Warte mal. Ich lauf schon weg. Oh, hier ist noch eine Schlüsselkarte. Hast du hier irgendwo einen orangenen Kartenleser oder sowas? Warte mal, hier ist blauer Schlüssel. Nein, der hat mir den geklaut. Ich hoffe, er weiß, wohin. Also, den blauen Schlüssel hatte ich doch. Den blauen Schlüssel hatte ich da eben hingelegt, da wo ich die Karte genommen habe. Ach so, okay. Nee, aber der hat sich gerade irgendwo anders hergeholt. Guck mal. Okay, warte mal, der läuft da hinten hin. Vielleicht weiß. Guck doch hier. Er hat noch was geöffnet hier. Hier die Tür aufgemacht. Und jetzt kann man hier. Der hat die weißen. Ein grüner Schlüssel. Oh, hier ist der grüne. Okay. Nimm mal das orange Ding mit. Das haben wir eben aufgemacht. Ja. Das heißt, mit dem grünen Schlüssel können wir oben die Tür aufmachen. Und mit dem Weißen können wir unten in die Pizzeria. Oh nein, er ist hier. Geh weg. Ey, hier brauchen wir einen orangen Schlüssel. Hab ich! Orangen Schlüssel? Nee, hab ich nicht. Ich hab nur Dings. Zwei Stück. Sogar für zwei Türen, okay. Ja. Hattest du den nicht schon? Den orangen Schlüssel? In dem einen Raum hast du den, glaube ich, liegen lassen. Den hast du ausgetauscht für die orangene Karte, glaube ich. Nein, ich habe einen grünen Schlüssel jetzt bekommen. Oh! Ah, okay. Okay, wir müssen nach oben gehen, Kasper. Hast du mal in die Falle getappt? Ja, jetzt komm, wir gehen hoch. So. Oh Gott. Oh mein Gott, der hat so viel Fallen hingelegt. Ziemlich viele platziert, aber machbar. Komm. Jetzt. Ja. Und jetzt der orange Schlüssel. Ja, komm, runter, wieder runter. Oh mein Gott, der macht alle Fallen kaputt. Oh mein Gott, schnell, der kommt bestimmt gleich hier. Ja. Bisschen aufpassen. Okay, wir sind unten. Ja, hier, komm. Okay, warte, ich muss noch einen weiter runter, unten, noch einen weiter. Mach auf. Ja. So. Oh mein Gott, der ist direkt hier. Los, mach auf. Oh mein Gott. Hier, du brauchst das lilane Kartengerät. Hast du es mitgenommen? Irgendwie die Orange habe ich. Oh, du brauchst das. Achso. Ja, wir haben eine Zutat, die müssen wir dem bringen. Dem da vorne an der Kasse. Okay. Jetzt brauchen wir noch das lilane Gerät. Ja. Wo muss ich das hinbringen? Hier vorne. Da. Die Kasse vorne. Ja, okay. Da. Genau. Oh, guck mal. Sehr schön. Okay. Platt gemacht. Boah, da wird hier eine. Oha. Ah, okay. Es wird Käse. Ah, dann ist in dem anderen Ding Käse drin. Okay, das heißt, wir brauchen die lilane Karte. Genau. Und da, hat die. Komm mit. Komm. Hier, ja, genau. Aufmachen das Ding. Ja, mach auf. Oh, ey, ich wollte den Käse haben. Ja, komm. Ab geht's. Los. Okay, mal gucken. Den Käse ab und dann wird eine schöne Pizza gemacht. Ne? Und dann können wir nämlich auch die Pizza dem Typen geben. Da vorne lässt er uns raus, glaube ich. Ich glaube auch, ne? So, okay. Oh, ja. Wo war? Ich weiß, wo die war. Nein. Stimmt, du hast doch in Hand gehabt. Oh, jetzt ist sie weg. Die hat jemand genommen. Die lag hier auf dem Tisch. Oh, Kasper. Ich hatte die, ja, aber ich hatte... Ach toll, jetzt ist die Wurst einfach weg. Toll. Hat jemand die Wurst gesehen? Nur 3 Minuten Zeit, das weil du die Wurst weggelegt hast. Wir brauchen nur noch die Salami. Ja, und ich gucke jetzt gerade, ob ich hier noch irgendwo Batterien oder sowas... Ah, eine Batterie. Das heißt, ich habe jetzt Batterie
Und. Sehr gut. Das ein Fotoapparat, das oder? Das Ding, damit kann ich ein Foto von ihm machen. Für alle Fälle. Schön. Dann ist er bestimmt geschafft. Ja, super, das wird jetzt keine Wurst. Sie ist fertig. Wie jetzt? Die Pizza ist fertig. Ja? Ja, komm runter, schnell. Okay. Halt die Fotoapparat bereit. Er hat die Pizza, er hat die abgegeben an ihn. Und? Komm, bring sie. Bring sie, er bringt sie nicht. Wo machst du? Oh Gott, wir haben noch 20 Sekunden. Ich habe die eingesetzt. Ich habe keine Batterie mehr. Er packt sie in den Ofen. Er packt sie in den Ofen. Los. Schnell. Schnell. Bring sie ihm. Die heiße Pizza, los. Friss. Ja. Ja, friss. Friss schneller. Oh mein Gott, er wird stark. Und bricht die Tür auf. Yeah. Wow, aus hier. Jawohl. Juhu. Ist das schön. Wir haben's geschafft, ey. Ja, Mann. Jawohl. Endlich. Wir werden nämlich der Schule entkommen mit Maki. Hallo. Hallo. Oh mein Gott, ich bin heute so gespannt. Guck dir mal diesen Professor an, ne? Das ist, glaube ich, Chemie. Oder was ist das da an der Tafel? Das, was auf der Tafel steht, das kann auch wirklich keiner verstehen. Oder Physik oder sowas, ne? Ich weiß auch nicht. Guck mal, wir müssen hier, Maki. Der schläft auch ein. Davon. Ja, ich glaube, der schläft echt ein. Ne? Der schläft echt, du hast recht. Wir müssen, glaube ich, die Klingel drücken. Genau, den Alarm auslösen. Okay, dann sehr gut. Hast du ausgelöst, ja, ne? Ja. Oh, okay, sehr gut. Dann komm schnell weg jetzt hier. Oh mein Gott, ey. Das ist ja so, ich hasse ja Schule, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du Schule eigentlich? Na, wer mag schon eine Schule, aber die Pausen sind das Beste. Ja, die Pausen sind halt echt immer gut, ne? So, okay, dann lass mal ganz kurz hier entkommen. Oh mein Gott. Guck mal. Hier ist so ein Lüftungsschacht, durch den wir durch müssen. Können wir durchkrabbeln. Wir können durchkrabbeln. Ja, komm, ich geh voran, okay? Ich nehme dich ein bisschen an die Hand. Du bist sicher? Keine Sorge. So, und dann gehen wir hier nach unten. Oh, ich glaube aber... Okay, ich guck mal ganz kurz links jetzt hier. Links ist... Oh, nee, lass nicht links gehen, Marki. Komm, okay. Ja, genau, lass die andere Seite gehen. Boah, ohne Spaß, ne? Ich will unbedingt von diesem blöden Lehrer ankommen. Der hat ja irgendwie Physik unterrichtet. Und Physik kann ich gar nicht. Jetzt müssen wir über die Lava. Ich weiß, aber das Ding ist, du darfst ja nicht reinfallen, ne? Wenn du reinfällst. Ich spring dir einfach hinterher. Genau, spring einfach hinterher. Eine Frage an dich. Was ist eigentlich dein Lieblingsfach in der Schule? Oh, ich glaube, Kunst ist doch am besten. Da kann man sich schön entspannen. Aber das ist die Frage, was man halt in Kunst am besten macht. Was findest du da am besten? Wenn man Deckweiß benutzen darf. Wenn man Deckweiß benutzen darf. Gut, das war natürlich die beste Zeit, ne? Okay, dann lass mal hier weiterhin kommen. So. Und dann... Oh nein! Was? Bist du reingefallen? Wirklich, noch? Auf dem letzten Zentimeter bin ich... Ey, ich glaub's ja nicht, Alter. So gemein. Okay, oha, das ist voll groß jetzt hier gerade beim Lüftungsschacht. Oh, der lange Flur. Ist so, Alter. Ich bin so schnell da vorne gelandet. Ja, ich habe Angst, dass der Typ halt hinterherkommt. Ich denke mal, der wird irgendwann schon erfahren, dass die vorne der schläft. Der doofe Professor. Und dass wir beide weg sind, genau, der doofe Professor. Okay, jetzt müssen wir echt aufpassen. Oh, ich bin in 5 Stücke geflogen. Ja, ich weiß, du darfst auf jeden Fall nicht diese roten Dinger berühren. Ich glaube, es ist irgendwie so... Das ist schwer. Was denkst du, ist das Lava? Was soll das, glaube ich, sein? Das sind vielleicht kleine Trampoline, die uns wegkicken. Stimmt, könnte echt sein. Die kickt nicht voll an die Decke nach oben. Also, dass sowas im Inneren einer Schule ist, wusste ich auch noch nicht. Ja, das ist echt verrückt, ne? Ich weiß ja nicht, wie es bei dir in der Schule früher aussah. Okay, sehr gut. Wir fliegen hoch. Oh! Jo! Das ist so cool. Wir fliegen, wie geil. Okay, hier der nächste Checkpoint schon mal. Und oh mein Gott, hier ist so eine... Was ist das denn? Glibber. So ein Ekel. Ja, Glibber ist so. Ich wollte gerade Schleim sagen, aber Glibber passt nochmal viel besser. Das ist grün. Hier oder das ist das, was der Professor zusammengemixt hat. Könnte echt sein. Also fall bloß nicht rein, ne? Sonst ist deine Uniform voller Schleim. Schaffst das? Ich glaube an dich, Marki. Ich gehe wirklich nur einen Schritt nach dem anderen. Ich weiß, ein Schritt. Ganz nicht jetzt wieder, langsam. Nicht wieder am Ende. Oh, okay. Sehr gut. Und jetzt hier musst du aufpassen, denn das ist hier der Turbonator. Ne? Der wird hier wirklich deine Uniform komplett eklig machen. Oh. Ich muss auch noch ganz kurz warten. Okay, schnell, lauf durch. Ich hab schon voll Angst, dass hinter uns jemand stehen könnte. Das Ding ist, der könnte uns halt nicht... Wo bin ich denn? Sag mal, wo kletterst du denn hoch? Wo bist du? Warte, ich bin direkt hinter dir. Okay, ich gehe davor, okay. Kannst du mir gerne folgen? Ich nehme dich ein bisschen Natürlich. An die Hand. So, okay, ich dachte, hier ist gerade ein Labyrinth, aber wir kommen relativ gut durch gerade. Wow, oh mein Gott, wir sind jetzt hier... Nein. Ich mag gar keinen Sportunterricht. Das Ding ist... Der sieht aber böse aus, der sieht echt böse aus, ne? Aber weißt du, was halt gerade das Problem ist? Ich liebe ja Sportunterricht, ne? Aber wir sind gerade in der Turnhalle, Maki. Der Lehrer sieht genauso aus wie mein alter Sportlehrer. Ohne Spaß. Das Ding ist, guck mal, ich hatte früher immer... Im Sommer hatte ich gute Noten beim Sport, weil wir immer so...
Hochsprung, Fußball, sowas gespielt haben. Boah, aber im Hochsprung Winter. Ist so doof. Der Hochsprung war voll geil. Der will ja auch nicht mehr hier, der. Das ist zu schwer, ich gebe auf. Ja, ich will nach Hause. Oh ich mein auch. Gott. Das Ding ist, und dann habe ich immer eine 3 bekommen im Winter, weil ich nicht turnen konnte. Du hattest eine 3 in Sport? Ja, aber nur im Winter, weil ich nicht turnen konnte. Das war das Problem. Ey, das verändert gerade alles. Ja, also das Ding ist... Du hattest nur eine 3 in Sport. Ja, aber es war nur im Winter. Man hat ja immer so Halbjahresnoten. Tja, guck mal, weil du jetzt gelacht hast... Ich bin mitten auf dem Checkpoint einfach zerfallen. Ist so, das war jetzt gerade Karma, weil du gelacht hast. Guck mal, wie der Lehrer da steht. Der ist voll der böse. Lehrer beobachtet uns. Der ist total dick und böse, ja, mit seiner Trillerfalte. Der hat schon die 3 in seinem Kopf geschrieben bei meinem Zeugnis. Ich sag's ja, ja, der sieht dich. Also der sieht mich, wie ich hier einen Schritt nach dem anderen gehe. Und ja, will mir einfach direkt... Oh, aber eine 3 ist doch... Aber eine 3 ist trotzdem gut im Sport. Ich hatte ja auch... Was heißt du? Auch... Nein. Du hattest auch eine 3 im Sport? Also eigentlich immer nur so eine 2. Also ich hab ja halt immer... Aber was habt ihr denn in der Schule immer gemacht dann so an Sport? Wir hatten immer Badminton, irgendwie Tischtennis. Geil. Doch, Tischtennis ist voll geil gewesen in der Schule. Okay, jetzt hier auf jeden Fall, oha, sehr gut. Hier auf jeden Fall bloß nichts das berühren. So, das sind eigentlich... Ich hab dich voll überholt. Ist so, Alter. Okay, jetzt haben wir ja... Oh nein. Nee. Der hat eine Aufgabe jetzt für uns. Ist noch nicht vorbei. Ich weiß. Fußball mag ich. Oh, aber es ist ja Football, ne? Ich dachte gerade auch, dass es Fußball ist. Aber der will jetzt anscheinend, wir sollen jetzt, warte mal, an den Leuten vorbei. Okay. Ich hab Angst. So, wollen wir zusammenlaufen? Ich beschütze dich. Ich beschütze dich, keine Sorge. Nee, okay. Ich renne vor, ich bin schneller. Oh mein Gott, die kommen alle auf mich gelaufen. Oh nein, nein. Oh, oh mein Gott, die haben mich fast angeberührt. Ja, mich auch. Weil man darf ja nicht rausgehen, ne? Ich bin direkt neben dir, keine Sorge. Ich seh dich nicht. Schnell durch die Tür. Vor dir. Nee, ich bin zuerst reingekommen, siehst du? So, oh, die roten Teile, die kommen dir ja bekannt vorne, deswegen hier schön bei den Dingern vorbeilaufen. So. Oh nein. Die roten Kaugummi-Dinger hier. Okay, sehr gut. Und, oh, wir haben schon mal ein bisschen mehr Freiheit, glaube ich, ne? Da vorne ist hier dieser Pausenhof. Stimmt, oh mein Gott. Wo hast du das denn gesehen? Ja, hier draußen. Früher musste ich mal so Müll aufsammeln in der Schule. Ich auch. Wenn ich Kaugummi gekaut habe, musste ich immer Kaugummi kratzen. Ja, man braucht mal mindestens 50 Kaugummis und dann, dann durfte man... Boah, das Ding ist, am schlimmsten war es, wenn man die Kaugummis von den Tischen wegmachen musste. Unter den Tischen. Das hab ich noch nie. Du läufst in die falsche Richtung. Ach nein, als ob... Warte, komm, ich hol dich ab. Ich wäre jetzt wieder zurück zum Professor gelaufen. Bloß nicht. Ja, okay, sehr gut. Jetzt musst du nur noch hier vorbeilaufen. Ich gehe wieder besser einen Schritt nach dem anderen. Ja, immer langsam kommt man auch ans Ziel, ne? So, haben wir hier irgendwas in den Spinden noch, was wir mitnehmen müssen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ach, die ganzen Schulen. Wir müssen doch gar nicht da lang, wir müssen hier hoch. Wir müssen ja auch oben, ne? Aber wir müssen ja der Schule hinkommen. Also ich glaube nicht, dass wir hier nochmal uns blicken lassen können. Wenn wir einfach so jetzt hier die Schule schwänzen. Ach so, du meinst, du möchtest deinen Spind ausräumen, bevor du gehst. Das ist aber nett. Da sind aber halt auch nur so Physikbücher und sowas drin. Okay, oh mein Gott. Hier musst du aufpassen. Und hier ist noch so ein anderer. Der entkommt gerade auch mit uns sogar. Oh. Pass auf mit den Bärenfallen. Nicht reintreten, Marki. Ganz langsam. Nein! Oh, ich hab mich gerade so erschrocken. Oh mein Gott, der ist auch reingelaufen. Nein. Ey, du hast echt die Kunst, mal bei dem letzten nochmal drauf zu gehen. Das musst du auch mal schaffen. Das ist schwierig. Ich hab die ja nicht mal... Oh mein Gott, ist auch voll laut. Sieht total aggressiv an. Mhm. Aus alles. Okay. Boah. Ja, oh mein Gott. Aber er ist ja auch noch gerade draufgegangen, ne? Oh. Ja, ich glaube nur deswegen. Ich glaube echt nur deswegen. Wir müssen einen Klassenraum erhalten. Wähle die korrekte Tür. Was sagst du? Oh mein Gott. Was sagst du, Leon? Welche Tür nehmen wir? Wir beobachten den Blonden. Genau, wir schauen, ob der... Oh. Okay, ist der reingegangen oder denkst ist der du, jetzt? Denkst du, das ist eine Falle vielleicht, wo er gerade reingelaufen ist? Okay, ich gehe zuerst rein. Ich mach das. Ja, komm rein, ist gut. Richtig. Ja, oder? Was ist das denn? Ja. Oh mein Gott, wir gehen anscheinend. Er sagt, hallo Klasse, heute gehen wir auf einen Fieldtrip in einer anderen Dimension. Also eine Klassenfahrt, ne? Oh mein Gott, sind jetzt in Chemie. Nein. Also mit Klassenfahrten kennst du dich ja aus, ne? Alles, was ich tun muss, ist diese Mischung. Oh, es explodiert bestimmt gleich, die ganzen bunten Farben. Oh, wo geht die Flüssigkeit hin jetzt? Um Gottes Willen. Oh mein Gott! Tada! Ein Portal. Du kannst jetzt zu einer anderen Zeit gehen. Was? Ich wünschte, das würde es auch geben. So, komm, wir gehen zusammen rein. So teleportieren mäßig, ne? Okay, lass reingehen. Boah, ich bin reingegangen. Boah! Kühl!
Königesland. Ich wünschte, das würde es auch in der Schule geben. Ohne Spaß. Das ist ein Süßigkeitenland, das ist das Schlaraffenland, glaube ich. Stimmt. Alter, wie cool ist das denn? Warte mal, wir können jetzt hier bestimmt irgendwelche egalen Süßigkeiten holen. Gibt es dir auch Oreo-Eis? Ich glaube, ich flüchte jetzt auch mal aus der Schule in der Hoffnung zu einem Schlaraffenland. Ja, also bloß nicht nachmachen, Leute. Auf den Lolli springen. Genau, springen. Ah, sehr gut. Okay. Optimal. Auf Babybell? Babybell. Welches ist dein Lieblingsfarbe eigentlich bei Gummibären? Oh mein Gott, das ist so lecker. Ja. Oh, ich bin mitten in die Schule. Du hast die Kunst. Ich flieg irgendwo hin. Wie? Bist du runtergeflogen? Nee, du bist jetzt wieder da beim Checkpoint. Ich bin richtig runtergeflogen. Nee, was ist deine Lieblingsfarbe? Ich mag gar nicht gern Orange. Nee, Orange hasse ich auch. Das lasse ich auch unten liegen. Das mag ich nicht. Oh, okay, Marki, pass auf. Bevor du gehst, wir müssen jetzt wieder... Du hast gerade auf die harte Tour gelernt. Eins von diesen drei Stangen ist quasi echt. Ja, jetzt habe ich es auch gemerkt. Und du gehst in die falsche Richtung. Ja, gar nicht. Dort, ich muss wieder auf die Gummibärchen. Nein, du musst jetzt hier... Hier musst du hin. Hier. So, Mitte war ja schon mal nicht echt. Okay. Du findest immer die richtige Tür, das ist unfair. Ja, du hast mir auch schon das leicht gemacht, dass die Mitte nicht gestimmt hat. Und jetzt gehe ich nochmal rechts vielleicht? Nein! Ja. Was denkst du jetzt, grün oder blau? Ich sag blau. Boah, wenn das jetzt nicht stimmt, ne? Ja! Doch, blau ist richtig, Ich sehe da hinten noch ein Portal, siehst du? Alter, dann gehen wir vielleicht, also entweder gehen wir wieder zurück. Marshmallows! Sind das echt Marshmallows? Ich glaube schon, wo bist du? Oder sind das diese Mentors, diese rosanen und... Nee, ne? Komm, wir gehen zusammen ins Portal. Okay, ab ins Portal wieder, ich bin gespannt. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Hat der Lehrer uns wieder... Du bist jetzt für sehr lange Zeit auf Nachsitzen bestimmt, sagt er. Nein. Oh Gott, was? Ich möchte nicht nachsitzen. Wo sind wir denn? Wie? Sind wir wieder beim Anfang? Nee, wir sind gerade in so einer anderen Dimension, wo jetzt der Lehrer dieses Mal schläft. Okay, jetzt müssen wir... Pass auf, ich müsste jetzt irgendwas finden. Ja. Ah, nee, guck mal. Marki, guck mal nach oben. Wir müssen durch den Lüftungsschacht hier durch. Nein. Doch, komm hier oben rauf. So. Ich komm nicht hoch. Ich stand ja auch im Weg. Genau, einfach hochklettern jetzt. Ja, und jetzt musst du da reinspringen hier. Guck. So, okay. Optimal. Dann lass mal weitergehen jetzt hier. Ich glaube hier links. Ich wollte ihn immer noch schnarchen. Der schnarcht doch echt wie so ein Walross. Richtig laut. Mit dem bloß. Der ist hier bestimmt... Nee, nicht da rein, nicht da rein. Oh Gott. Im ganzen Mathe eingeschlafen. Ja, ohne Spaß, Alter. Der ist von seinem eigenen langweiligen Unterricht eingeschlafen. So, dann komm mal mit. Hier können wir, glaube ich, durchgehen. Und ja, wir haben eine Schlüsselkarte. Ah, okay. Geh mal da durch. Jetzt ist dieses Laserding entfernt. Oh. Und jetzt müssen wir zurückgehen. Ah. Okay, dann kommen wir mit durch. Und ich glaube, jetzt ist quasi... Genau, wir müssen jetzt nur dem Geräusch wieder folgen. Okay, jetzt können wir hier durchgehen, glaube ich, ne? Ja, okay, weiter geht's. Okay. Also der ist die ganze Zeit mit uns, ne? Der kommt auch einfach mit uns, ne? Der folgt uns. Oh. Oh nein. Die haben die Laser aktiviert. Siehst du, der Direktor hat die Laser aktiviert. Und wenn wir zum dem gehen? Denkst du? Können wir da nicht hin? Zu dem Direktor hingehen. Nee. Also ich glaube, wir müssen, pass auf, ich glaube, wir müssen jetzt hier in diese Vierecke reinspringen. Oh, guck mal, der folgt uns, er macht den nach. Ja. Oh nee. Er macht dir auch nach, dass man drauf geht. Ey, guck mal, der hat auch richtig viel Bart. Der Dingens, der Professor. Der Direktor. Sehr gut. Ja, ja, optimal. Perfekt. Okay, haben wir noch irgendwas vergessen? Ist hier, glaube ich, nicht, ne? Können wir durchgehen. Oh. Sind wir draußen? Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, bei einem Basketballplatz, ne? Ja. Und der hat einen Schnuller. Der ist kaputt. Wie? Warum hat der einen Schnuller im Mund, oder? Warum sieht der so aus? Das ist eine gute Frage gerade. Okay, dann lassen wir jetzt hier schön... Oh mein Gott. Wir müssen ja an der Wippe und sowas vorbei. Auch über diese Affenstangen. Ich hab Angst. Nein! Ich glaube an dich, Marki. Du schaffst das. Das ist schwer. Du musst dich einfach nur von diesen Dingern hin und her regeln. Das ist aber auch auf dem richtigen Schulhof richtig schwer. Ja, normal. Okay, jetzt hier vorsichtig. Aber dass die Wippe nicht umkippt, ist ein Wunder. Ich glaube, weil da Lava drauf ist, ne? Sonst würde ich ja, glaube ich... Ja, klar. Ja, hallo, bestimmt. Die bei dir nicht umkippt, ist ja unglaublich. Okay. Hallo. Hallo.
So, haben wir hier noch irgendwie... Okay, wir können, glaube ich, durchgehen durch die Tür, ne? Oha, der hier, der Soda-Automat. Mit hier, Sprudelwasser. Nein. Lecker. Mhm. Oh, das... Du darfst das, ja, du darfst das Sprudelwasser nicht berühren. Also, jetzt sind wir hier schon mal weiter. Ich glaube, jetzt haben wir... Okay, die Tür geht schon mal nicht. Das heißt, wir müssen... Oh mein Gott. Oh, es ist schon alles jetzt hier zusammen. Aber du bist voll gut. Oha. Oha. Okay, yeah. Du wirst immer besser. Sehr gut. Okay, dann anscheinend müssen wir jetzt hier nochmal weiter durchgehen. Die Tür ist verriegelt. Das heißt, ich glaube, wir müssen jetzt hier durch... Nee, hier können wir nicht durchgehen. Hä? Soll da hinten sein? Können wir die Tür aufmachen? Auch nicht. Habe ich irgendwas übersehen, Maki? Ich sehe auch nichts. Ich weiß auch nicht. Bestimmt vielleicht wieder hoch. Denkst du, wir müssen wieder hochgehen? Nee. Hier irgendwo die Decke durch, ne? Ich schau. Oder ein bisschen irgendein Spinn vielleicht. Hier, guck mal. Oh mein Gott, was? Wie hast du den so schnell gefunden? Ey, ich dachte, keine Ahnung, ich dachte gerade, man muss halt... Das war richtig? Ja, war richtig. Okay, ich dachte gerade schon. Also hier... Jetzt kam wieder dieses Puste-Ding. Aber du musst aufpassen, ne? Das... Du musst hier richtig so... Oh mein Gott, man wird die ganze Zeit weggepustet. Das ist jetzt echt ein bisschen schwer. Ja, wie so ein richtiger Sturm. Mhm. Ja, hier... Oh Gott. Ja. Oh Mann. Also wenn du springst, boah, kommst du schneller voran. Das ist ein bisschen leichter. Richtig schwer. Okay, aber ey, du bist voll gut. Drauf an. Doch, hast du voll gut geschafft. Okay, jetzt müssen wir... Pass auf, es kommt immer so ein roter Laser, den siehst du ja gerade. Oh. Ja, okay. Am besten... Ich warte immer, bis der weg ist. Okay, jetzt müssen wir schnell warten. Ich hab richtig Angst jetzt. Okay, komm schnell auf. Bei dich, ja. Juhu. Okay, wer ist denn der? Was ist das denn? Der quietschende Mann. Der hat... Ich hab doch gesagt, dass der so... Gehen. Ja, der hat doch gesagt, dass das ist ein Riesenbaby. Der hat eine Schwimmente, der hat auch ein... Nein. Hallo, der hat Schwimmflügel an. Okay, lass mal runtergehen jetzt hier. Wir müssen jetzt tauchen. Was? Wie geht das? Hier, wir müssen einfach da so hinschwimmen, glaube ich. Okay. Wo bist denn du? Ey, du schwimmst die ganze Zeit mit deinem Gesicht auf dem Boden. Komm mal hier, hier müssen wir lang. Alter, was du denn für ein verlorener Delfin? Das sieht man ja, dass du nur Silber hast. Wahrscheinlich. Hallo, man sieht, dass du kein Gold hast gerade oder nur Seepferdchen. Guck mal, ob ich auf dem Boden tauchen kann. Ja, ich kann auch richtig, also ich sehe schon das Licht gerade. Ich komme schon nicht mehr klar. So. Ich weiß nicht, was macht mir gerade für eine Schwimmart. Ich weiß auch nicht gerade, wir sind gerade richtige Delfine. Oh, oh mein Gott, wir sind jetzt, glaube ich, hier. Ich komm nicht. Oh, okay. Doch. Kommst du nicht hoch? Doch, ich sehe dich. Keine Ahnung, ich bin voll langsam. Also du... Ich sehe dich auch. Hier oben, du musst da oben gucken, glaube ich. Alter, du bist ja richtig so eine Meerjungfrau gerade wieder da hoch. Oh. Wie elegant. Okay. Wir sind jetzt hier beim Schwimmbad, glaube ich, angekommen, ne? Ich wünsche, ich könnte jetzt auch schwimmen gehen. Oh, ich würde auch gerne so ins Schwimmbad gehen. Das ist aber eine coole Schule. Also ist halt echt so, ne? Wir mussten früher beim Schwimmunterricht woanders hingehen. Guck mal, jetzt kannst du deine Schwimmtechniken beweisen. Hier muss ich kann einfach laufen. Aber beim Rutsch mach ich mal aus, das ist das Problem. Okay. Oh, ich glaube, wir sind... Oh, jetzt müssen wir in die Toiletten rein, ne? Nee, Mädchen sind abgeschlossen, muss jetzt ins Jungsklo rein. So. Ich möchte nicht... Ich zeig dir jetzt hier mal die Jungsklo-Regeln, ne? Aber, oh nein! Was sind denn die Jungsklo-Regeln? Wenn du ein Stehklo siehst, musst du immer eins freilassen zwischendrin. Ja, okay. Ey, verdammt. Du kannst auf dem Waschbecken laufen. Oha, Alter, voll clever. Okay, warte, ich komm. Sehr gut. Warte, aber jetzt weiß ich irgendwie nicht. Nee, danach ist... Oh, doch. Doch, du hast recht. Du musst danach einfach auf die Tür klettern. Hab ich gerade versucht, aber... Ja, probier's nochmal. Auf jeden Fall nicht das Wasser berühren. Ja, das weiß ich. Genau, und jetzt einfach hier... Genau, perfekt. Okay, jetzt müssen wir hier runter. Oh nein, wo sind wir jetzt schon wieder jetzt hier? Lass mal rechts, genau. Ich glaube, rechts könnte ein guter Weg sein. Was ist da mit uns gelaufen? Ja, perfekt. Super, Sackgasse. Hast du super ausgewählt. Ey, du hast gesagt, lass mal rechts. Ja, aber du bist schon rechts gegangen. Okay, kann er nach links gehen. Schon gar keine Orientierung mehr. Ja, ich helfe dir. Hier ist auch so eine andere Marinelle oder so hinter uns. Hier rechts, links. Ich sage jetzt diesmal wieder links. Mal gucken. Ich warte hier auf dich. Ja, komm her. Links war richtig. Na gut. Ha. Du hast ein gutes Gespür, mein Freund. Mhm, kannst mal sehen. So, jetzt sind wir hier schon mal beim nächsten Checkpoint. Oha. Ich glaube, du darfst diese Röhre nicht berühren, ne? Ah, nee, darf man nicht berühren. Ja, und jetzt hier auch nochmal rüber. Oh. Und jetzt der letzte. Oh, hätte ich das jetzt nicht geschafft. Ne? Das wäre echt belastend gewesen, ne? Oh, jetzt musst du noch... Was hier, wie kommst du, oder? Pass auf. Oh, das war gerade richtig knapp. Gottes Willen. Okay, hier müssen wir jetzt an den... Oh, die ist gerade reingefallen. Jetzt müssen wir hier von Rohr zu Rohr springen. Sehr gut.
Bloß nicht reinfallen jetzt hier gerade. Die Spannung steigt. Das machst du optimal, muss ich sagen. Jetzt sind wir hier in der Kanalisation. Was ist denn das für eine krasse Schule, bitte? Ich hab jetzt schon lange nicht mehr in der Schule, oder? Ohne Spaß. Aber sag nicht, wir kommen hier nicht... Oh nein, wir müssen den anderen Weg gehen. Immer wenn ich einen Weg gehen will, ist der Fall. Ist so. Aber das Ding ist, eben war aber links die ganze Zeit richtig. Und jetzt muss man rechts gehen. Kann aber nicht sein. Guck mal. Doch, guck mal, ich zeig dir, wie ich das meine. Du musst jetzt hier rechts laufen, dann müssen wir hier rüberspringen. Diese einzelnen Steinteile. Dann kann man, okay. Genau, dann können wir hier rüber. Nein! Sehr gut, okay. Dann müssen wir jetzt hier noch weitergehen und da vorne müssen wir hochklettern. Siehst du das? Da müssen wir hin. Yay. Sehr gut, okay. Dann lassen wir jetzt hier hochklettern. Mal gucken, wo wir rauskommen. Vielleicht sind wir jetzt sogar schon aus der Schule raus. Könnte ja sein. Ja! Wir haben es geschafft, wir sind frei. Juhu. Wir sind aus der Schule entkommen. Juhu! Guck mal, wir können da schaukeln. Guck mal. Oh, wir genießen unsere Freizeit. Oh. Oh, man kann auch runterspringen. Oh, Hilfe! Alter, so schnell. Ich bin voll schnell. Hey, was machst du denn jetzt gerade? Was machst du da? Ich kann auch abspringen. Ja, voll krass. Das ist gerade fast ein Salto. Ich glaube noch schaukeln. Aber du kannst auch rutschen. Geh mal durch die Rutsche durch. Ich meine rutschen. Oh mein Gott, geh mal bitte die Rutsche hoch. Okay, warte. What? Ich weiß nicht, was ich gerade erlebe, aber was? Das ist ganz crazy. Ich bin auch runtergefallen. Wo bin ich? Warte mal, ich bin bei dir. Ja. Hallo. Okay, auf jeden Fall echt verrückt. Ey, wir haben es geschafft. Wir sind der Schule entkommen, Maki. Endlich. Das ist von dir wieder gewesen sein, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt mal mit dir bei mir aus. Haut da rein. Bis morgen. Ciao, ciao.